Zeitdruck leben, denken und arbeiten müssen. So auch diesmal hier leider. Und wir beginnen mit der Sitzung von heute Nachmittag. Zuerst wird Herr Gerhard Lauer aus Göttingen zu uns sprechen. Herr Lauer hat sich auf verschiedenen Gebieten getan, vor allen Dingen der Arbeit der Kulturgeschichte und der Digital Humanities, der kognitiven Wissenschaften, also in vielen Feldern umgetan und wird zu uns reden über den polnischen Juden. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt selten Rezensionen, die ihren Gegenstand zugleich vernichten und aufbewahren. Die Besprechungen der Gedichte eines polnischen Juden durch den jungen Goethe 1772 hat beides getan. Kaum, dass die Gedichte in der Residenzstadt Mitau erschienen waren, gehörten sie nach dem Urteil des jungen Goethe in den Frankfurter Gelehrten Anzeigen schon einer verzopften Literatur an. Und an diesem Urteil hielt man sich mehr als zwei Jahrhunderte lang fest. Gleichzeitig ist der Name des polnischen Juden in Erinnerung geblieben. Sein Name ist Issachar Falkensohn Bär. Den Selbstauskünften Bärs und den Notizen seiner Zeitgenossen wie etwa Karl August Küttner, Professor für griechische Sprache an der Ersten Lettischen Akademie, Akademischen Lehranstalt, also der Academia Petrina, ist Bär wohl 1746 im damals polnisch-litauischen Salantai geboren worden. Hier hatte sich zu Beginn des 18. Jahrhunderts eine kleine jüdische Gemeinde mit 300 Bewohnern etwa angesiedelt, die vor allem vom Flachs- und Leinenhandel lebte. Bär heiratete früh, wie in aschkenasischen Gemeinden durchaus üblich, verließ aber seine Familie 1766, um in der größeren Handelsstadt Hasenpot, dem heutigen Eispute in Lettland, Handel treiben zu können. Anders als in den sephardischen Gemeinden war das Bildungsniveau in den aschkenasischen Gemeinden eher bescheiden. Man sprach Jiddisch mit vielen polnischen und russischen Einsprengseln und lernte mit etwa 4 Jahren als Junge Hebräisch und vor allem das talmudische Aramäisch. Und das hieß, dass diese jüdischen Schulen die Kinder vor allem von dem weltlichen Wissen der Umgebungswelt abhielten. Dennoch waren die Lebenswege in diesen Gemeinden weitgehend vorgezeichnet. Neben den wenigen, die zu den rabbinischen Dynastien zählten oder ein Handwerk lernten, war der Handel, und das hieß zumeist das Wandern über Land mit Kleinwaren, der vorgezeichnete Weg. Bär spricht denn auch in seinem fingierten Schreiben an einen Freund, das ein Gedichtband einleitet, davon, dass die Worte polnischer Jude die Vorstellung eines, Zitat, eines Mannes schwarz vermummt, das Gesicht verwachsen, die Blicke finster und rau die Stimme evozieren würde. Und der Mitauer Kräzist und Dichter Karl August Küttner spricht von einem halben Wilden und dem verächtlichen Haufen seiner Glaubensgenossen. So stereotyp überzeichnet dieses Bild auch hier ist, und Bär spielt mit diesem Bild, es markiert den Abstand zu allem, wofür die Aufklärung gerade steht. Dass für Bär alles anders kam, hat wesentlich mit der Aufklärung gerade hier in Lettland zu tun. Jener von der deutschen Oberschicht dominierten, von den Fürsten zur Sicherung ihrer Herrschaft willkommen geheißenen Modernisierung der Gesellschaft. Wohl in Hasenpot dürfte Bär auf Freimaurerkreise getroffen sein, denn dort tagte das Landratskollegium des Pilthenischen Kreises, unter ihnen Friedrich Ewald von Virks, der Adressat von Bärs Widmung seines Gedichtbandes. Und ein mächtiger kurländischer Politiker, der als Mitglied des deutsch-baltischen Adels mit seinen Standesgenossen weitgehend autonom über die sogenannten undeutsche und leibeigene lettische Bevölkerung herrschte. Wie Heinrich Bosse in der wohl gründlichsten Aufarbeitung Bärs und seiner lettischen Förderer gezeigt hatten, waren Virks und seine Kreise allesamt Freimaurer. Mitglied einer solchen Loge zu werden, war für die politische Elite dieser Zeit geradezu eine Notwendigkeit. Denn mit der Einführung des Hochgradsystems in das ja zunächst antiständische System der Freimaurerei konnte man einerseits seinen Stand wahren, andererseits an der Modernisierung der Güter und Landschaften mitwirken. Das System ermöglichte also die Verfügungsgewalt als Herren. Aufklärung
Und diese Art der persönlichen Sklaverei, wie sich das allgemeine preußische Landrecht ausdrückt, gingen hier zusammen. Es war schlicht vorteilhaft, Aufklärer zu sein. Dennoch traf auf diese moderate Aufklärung auf Widerstand, wie der Herzog und sein Minister von Raison bei der Gründung der Academia Petrina 1775 erfahren mussten. Obwohl der Vorteil auf der Hand lag, die Verwaltungsbeamten, Mediziner und Pfarrer nicht mehr im Alten Reich oder in Schweden ausbilden zu lassen, sondern im eigenen Land, musste von außen, hier vor allem durch Johann Georg Sulzer, eine der Aufklärung verpflichtete Zielsetzung und ein entsprechender Lehrplan für das Mittauer Gymnasium durchgesetzt werden. In der Gründungsurkunde ist diese Rücksicht auf die Landstände nicht zu übersehen. So unterlagen die Professoren alle der Zensur. Entsprechend standen praktische Kenntnisse von Fremdsprachen, Englisch und Französisch und naturkundliches Realwissen im Vordergrund, um so gründliche Kenntnisse zu vermitteln, die dem ebenso schädlichen Schlendrian der gemeinen Praktik hüten will, wie man sich damals ausdrückte. Aufklärung hieß hier Volksaufklärung, praktische Aufklärung, eingebunden in den feudalen Herrschaftsanspruch, auch wenn sie sich mit ihm rieb und dieses Herkommen durchaus immer wieder in Frage stellte. So war etwa durch ausländische Gelehrte wie den Schweizer Mathematiker Johann Bernoulli oder dem schwedisch-preußischen Mineralogen Johann Jakob Färber eben neues Wissen in dieser Residenzstadt verbreitet worden. Ich denke, es lohnt sich, diese Form der Aufklärung, die zwischen dem feudal-frühneuzeitlichen und der neuzeitlichen Welt vermittelnd, eine mittlere Aufklärung zu nennen. Auch geografisch war dies eine mittlere Aufklärung, denn Mittau lag auf dem Weg zwischen Berlin und St. Petersburg. Teil des nordostdeutschen Kommunikationssystems der Aufklärung, wie Heinz Ischreit das zutreffend charakterisiert hat. Wenn in der Mittauer Loge eindrucksvolle Bücher zu finden waren, eine große Bibliothek, unter anderem mit Werken von Tycho Brahe, dann zeigt es diese mittlere Position. Der Mineraloge Färber etwa hat die Bücher dann auch vielfach direkt über Gelehrte aus ganz Europa bezogen. Es war diese mittlere Aufklärung, die für Issachar Falkensohn Bär zum Glück zu seiner Emanzipation führte, als man just in diesen Kreisen auf ihn aufmerksam geworden war und ihn zu fördern begann, obgleich ja, wie wir etwa aus Lessings Gespräch Ernst und Falk wissen, auch in Freimaurerzirkeln Bedenken gegenüber Juden bestanden. Aufmerksam war man wohl auf ihn geworden, weil er im Selbststudium mehr lernen wollte, als ihm zustand. Küttner spricht davon, Bär habe nach Wissenschaft geseufzt. Das illustriert den existenziellen Hunger nach Bildung. Mit Christian Wolffs Schriften hat sich Bär erste Kenntnisse des Hochdeutschen beigebracht und wohl auch verstanden, dass das Studium des Lateinischen unabdingbar für sein Fortkommen war. Umgekehrt brauchten die Gutsherren Ärzte und Juden waren in der Frühzeit vielfach Ärzte, so auch hier im Kurland. So war es wohl ein Geben und Nehmen und nicht unbedingt die Überzeugung von der Einheit des Menschengeschlechts, die dazu geführt hat, dass Bär Ende der 60er Jahre durch Firks und die aufgeklärten Kreise Förderung erfand. Bär verspricht dann auch in der Widmung seines Gedichts an Firks, dass er sich eifrig befleißen, auch vom Fortgange meiner ernsthaften Studien Euer Exzellenz Rechenschaft geben zu können. Das meint zunächst das Studium der nichtjüdischen Sprachen. Bär dürfte ja zu dieser Zeit weder des Hochdeutschen noch des Lateinischen mächtig gewesen sein. Im Vorwort zu seiner Gedichtsammlung spricht er selbst davon, dass ich zwar schon seit 1768 den Studien mich gewidmet habe, dass ich aber zu dieser Zeit als Jüngling lernen musste, was sonst ein Kind von 6 Jahren schon weiß. Das ist Deutsch und Latein lesen. Emanzipation war also ein mühevoller Weg und die Sprachen ihr Schlüssel. 1768 reiste Bär nach Königsberg, hält wohl auf Vermittlung der Freimaurer und auch jüdischer Kreise Zugang zu den Professoren und dann 69 weiter nach Berlin. Dort hat er auf Empfehlung an Daniel Itzig, den Münzverwalter des dortigen Königs, einen der Großen im damaligen Berlin, Zugang zur Aufklärung. Bär wurde rasch Mitglied der aufgeklärten Kreise Berlins. Er lernte schnell und er lernte viel.
Latein natürlich und Französisch. Er betrieb Philosophie. Zwischen 1769 und 71, Beer war noch nicht ganz Mitte 20, entstanden nun in rascher Folge über 30 deutsche Gedichte, außerdem eine Kantate. Vier von ihnen wurden bereits 1770 im Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1771 veröffentlicht. Die Kritik hat sie lobend aufgenommen. Das alles haben wir schnell erzählt. Was es bedeutet hat, zum ersten Mal in Hochdeutsch mit lateinischen statt mit jiddischen Lettern geschriebene Gedichte veröffentlicht zu haben, wird man erst ermessen können, wenn man sich den Eindruck vor Augen stellt, den Karl Lessing in einem Brief vom 11. Juli 1771 an seinen Bruder Gotthold Ephraim Lessing wiedergibt. Er berichtet dort von seiner ersten wunderlichen Begegnung mit Beer, dessen sonderbarer Lebensweg seine Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Er schreibt: Ein anderer, eben von der jüdischen Nation namens Beer, den ich aber schon genauer kenne, wird Gedichte herausgeben, von denen einige recht artig sind. Sein Schicksal ist sehr sonderbar. Er wird ungefähr 3 Jahre in Berlin sein. Anfangs ging er wie ein polnischer Jude und er konnte kein Wort Deutsch. Ich konnte anfangs wenig mit ihm sprechen, denn er verstand kein Wort Deutsch. Da aber zugleich Latein lernte, so verlangte ich von ihm, mir etwas aus einem deutschen Schriftsteller ins Lateinische zu übersetzen. Und siehe, er brachte mir einen ganzen Akt aus der Wielandschen Übersetzung des Romeo. Freilich war die Übersetzung toller als meine Verwunderung und ich konnte nicht anders, als ich musste seine Kühnheit mehr für Unkunde als für Genieäußerung halten. Von Berlin ging Beer also weiter nach Leipzig, um dort ein Medizinstudium aufzunehmen. In der Matrikel trug er sich dort als Hasenpotensis Coronus ein. Auch wenn Literatur damals kaum einen Brotberuf abgab, das Gespräch über sie hat man allerorten gesucht. Literatur gehört zur Aufklärung hinzu. Nach einigen Monaten in Leipzig wechselte Beer dann nach Halle. Hier schloss er 1772 sein Studium mit einer Dissertation über die Hirnwut, also die durch Hirnhautentzündung ausgelösten Gemütserkrankungen, ab. Die Arbeit erschien noch im selben Jahr eben unter seinem Namen Issachar F. Beer im Druck. Kein Zufall, dass er gerade in Halle zur Promotion zugelassen wurde. In Leipzig wäre das damals nicht möglich gewesen. Als Universität aus dem Geist des Pietismus war Halle aufgeklärten Ideen gegenüber aufgeschlossener als eine Traditionsuniversität in Leipzig. Beer kehrte mit dem Abschluss 1772 als promovierter Arzt nach Hasenpo zurück. Hier hat er dann bis 1775 bei seinem Förderer Firx als Arzt praktiziert und dürfte wohl, wie damals durchaus üblich, auf dessen Gut gewohnt haben. Die Aufklärung wäre damit bei sich selbst angekommen. Auch wenn wir die individuellen Motive der Akteure kaum rekonstruieren können, vor allem nicht sagen können, warum Beer aus den ständischen und religiösen Verordnungen mit offensichtlich so beharrlichem Willen ausgetreten war, so ist es doch das Zusammenwirken von praktischer Aufklärung und ihrer Akteure im Netzwerk der europäischen Aufklärung, was hier im Kurländischen ganz neue Lebensläufe ermöglicht hat. Beer ist nicht der Einzige, der aus den biografischen Vorgaben seiner Zeit ausbricht. Andere wie Salomon Maimon oder Markus Herz haben auf ähnliche Weise die Feudalwelt verlassen und eigene, emanzipierte Lebensläufe angestrebt. Beer blieb nun 3 Jahre in Hasenpot, verließ dann aber doch die Stadt und praktizierte dann in Mogilew, das heutige Mahilju im Weißrussland. Im 18. Jahrhundert stieg dort der jüdische Bevölkerungsteil steil an, nachdem die Stadt ihre jüdischen Einwohner in der Mitte des 18. Jahrhunderts die Ansiedlung auch in der Innenstadt erlaubt hatte und den Handel besonders mit Riga, Memel, Königsberg und Danzig ausbauen bat. Nun war Mogilew nach der ersten polnischen Teilung 1772 an das zaristische Russland abgetreten worden. Und das brachte verschärfte Zulassungsbedingungen für jüdische Ärzte mit sich, obgleich die jüdische Gemeinde ansonsten eine weitgehende Rechtsautonomie erhielt. Die Bedeutung der reformabsolutistischen Aufklärung dann unter Katharina der Zeiten war Beer dann entsprechend bewusst. Und so schrieb er dann auch ein Lobgedicht auf die Zarin, die 1778 die bis dato gültige Klassifikation der russischen Gesellschaft aufgehoben und damit den Juden neue Rechte zuerkannt hatte.
Reiche Kaufleute wurden für gildenfähig erklärt und einfache Juden als Bürger in ihre Städte eingetragen. Und das hieß, dass sie in den Zünften und in den Stadtverwaltungen wählbar waren und auch selbst wählen durften. Das alles war unerhört neu. So richtig es auch ist, dass die Realität den Dekreten natürlich oft nicht entsprochen hat. Ja, dass diese bald wieder zurückgenommen wurden und die Aufwertung einzelner Gruppen mit einer Verschärfung der Leibeigenschaft und blutig unterdrückten Bauernrevolten bezahlt war. Katharinas Reformen durchbrechen jedenfalls die Logik des Machterhalts nicht. 1781 musste Bär daher von dem medizinischen Kollegium in St. Petersburg ein weiteres Examen ablegen. Er bekam damit allerdings nur die Zulassung für das Gouvernement Weißrussland. Das bedeutete indirekt, dass er fast ausschließlich in den jüdischen Gemeinden praktiziert hätte. Bär wollte das offensichtlich nicht in dieser Position verharren. Jedenfalls konvertierte er noch im selben Jahr am 20. Dezember 1781 in der Hauskirche des Erzbischofs von Mogilew zum russisch-orthodoxen Bekenntnis. Sein Taufname lautete Gabriel bzw. Gavriil Gergiewicz nach dem Taufpaten, dem Erzbischof Gabriel. Unter der deutschen oder französisch sprechenden Führungselite des Landes nannte er sich aber weiterhin Issachar Bär. Sein Judentum hat er also nicht versteckt, sondern eher damit gespielt. Man wusste in seinen Kreisen, wozu Konversionen dienten. Unmittelbar nach seiner Konversion erhielt er dann auch die Approbation für ganz Russland. 1795 wurde er in den Stand eines Hofrats erhoben. 5 Jahre später war er Quarantänearzt von Mogilew. Es folgte eine Berufung ans Militärlazarett in Kamjanets-Podolski, die ebenfalls eben erst nach der dritten polnischen Teilung russisch geworden war. 1817 ist Bär dann 17-jährig hier in Kamjanets-Podolsk verstorben. Bär hat also in diesen Jahrzehnten, während er als Arzt tätig war, die Literatur und die Aufklärung keineswegs aufgegeben. Im Gegenteil, als Arzt hatte er sich der praktischen Aufklärung verschrieben, als Dichter der allgemein menschlichen. Der Gedichtband, den Bär seinen Gönnern gewidmet hat, ist bei dem Buchhändler und Verleger, der sicherlich noch häufiger erwähnt wird, eben bei Jakob Friedrich Hinz erschienen. Und auch er war Mitglied der Freimaurer, wohl in Königsberg, und nach Aufgabe seines Buchgeschäfts wohl Hauslehrer bei Firks. Gedruckt hat er Bärs Gedichte wohl auch mit derselben Spekulation auf einen gewissen Exotismus dieses Dichters. Eine Aufklärung war ja auch ein Geschäft. Und einen Juden zu publizieren, schien so interessant zu sein, wie etwa die Gedichte der Karschin. Es ist also eine mittlere Aufklärung, welche die Lebensgeschichte des polnischen Juden Issachar Falkensohn Bär so verändert hat, dass dieser wohl als erster ein deutscher Dichter und ein jüdischer Arzt zugleich sein konnte. Das hat man schon auf der Augenhöhe der Zeitgenossen wahrgenommen. Im Mai 1781 schrieb der Dichter und Kabinettssekretär im russischen Diensten Nikolai aus St. Petersburg, Burg an den Verleger Friedrich Nikolai in Berlin: Seit kurzem haben wir hier einen dritten deutschen Dichter, neben Lenz und Klinger, einen Juden, Dr. Issachar Bär, der viel Naives in seinem Charakter hat, aber wie wohl zu denken ist, sehr wenig Welt hat. Man hat später diese Lebensgeschichte verächtlich gemacht, einmal, weil Bär sich taufen ließ, zum anderen, weil seine Gedichte nicht dem Literaturideal entsprachen, das sich mit Goethes Namen verbinden sollte. Bär war den einen nicht genug Jude und den anderen nicht genug Dichter. Beides aber trifft nicht zu. Was immer die Motive für Bär und seine Konversion gewesen sein mögen, man wird ihm das Recht jeder modernen Gesellschaft zuerkennen müssen, sich den Beruf nicht von der Religion vorschreiben zu lassen. Seine jüdische Herkunft jedenfalls hat Bär nicht verleugnet, und als Sänger Israels stellt er sich dann auch in dem Lobgedicht auf die Zarin ausdrücklich vor. So wie den einen Bär nicht genügend Jude ist, so ist er den anderen zu wenig Dichter. Und das ist der Vorwurf, den der junge Goethe in seiner Besprechung erhoben hat. Er hat ihn gekonnt, in Szene gesetzt. Im Kern kritisiert Goethe die aufgesetzte Konventionalität der Gedichte Bärs. So konnte nur urteilen, wer sich einer neuen Vorstellung von Literatur hingab. Von einem Ideal spricht Goethe selbst, viel von Liebe und vor allem von wahren Empfindungen. Erlebnislyrik
hat die Literaturwissenschaft dieses neue Literaturideal später genannt. Damit redete man in den Kreisen literaturbegeisterter Studenten zwischen Leipzig und Straßburg viel von Genie und von Originalität. Wer sich dem verschrieben hatte, erwartete von einem Gedichtband eines polnischen Juden also solche wahren Empfindungen, Originalität und einem Ausdruck eines ganzen Kerls, nicht die Hülsen angelesener Empfindungen und schon gar nicht Artigkeiten. Originalitätsästhetik sagen wir dazu und grenzen sie von der älteren Variationsästhetik ab. Die Gedichten hätten also so rau zu klingen, wie die Landschaft, aus welcher dieser polnische Jude doch kommt, und so ungeregelt sein müssen, wie es der Mangel an Kultur in Polen einem Frankfurter Patriziersohn eben erschien. Was für Empfindungen, schreibt Goethe, werden sich in ihm regen, was für Bemerkungen wird er machen, ehe dem alles neu ist. Aber weder die Empfindung noch die Bemerkung des polnischen Juden entsprechen diesem Originalitätspostulat. Und das war nicht zu übersehen. An all diesem Ideal Goethes gemessen, was geben diese Gedichte dann letztendlich her? Durchgehend die Götter- und Menschen verhasste Mittelmäßigkeit, soweit Goethe. Einer dieser anderen, wohl dem zeitgenössischen Geschmack sehr wohl mehr entsprechenden Kritiken finden wir dagegen im Almanach der deutschen Musen auf das Jahr 1773. Dort heißt es, rezensiert von seinem Herausgeber Christian Heinrich Schmidt: Die Talente dieses außerordentlichen Mannes, der die sonderbaren Phänomene auf unserem Parnass aufs Neue vermehrt, sind meinen Lesern schon bekannt. Also Beer war durchaus ein bekannter Name. Denn es ist derselbe polnische Jude, von dem ich im zweiten Almanach drei Lieder und eine Ode mitgeteilt habe. Und nun wird allen denen der Zweifel benommen, welche geneigt waren, den Stand des Dichters für eine Fiktion zu erklären. Mehr als eine Zeitung hat sogar auch den Namen bekannt gemacht. Dieser polnische Jude heißt Beer. Die Tugenden, welche ich damals an jenen Liedern pries und die gewiss meine Leser darin gefunden haben, Naivität, Zärtlichkeit, Delikatesse, trifft man auch in den neuen an. Jene Ode hat Horazens Format und doch schien sie einem Kunstrichter zu ängstlich. Ich fürchte, dass dieses noch mehr von den neuen Oden gilt, die auch nicht einmal nach Horaz modelliert sind. Solche Urteile sind typischer als die Goethes. Denn es ist lobenswert, der sich hier den Musen verschreibt, auch wenn nicht alle seine Gedichte vollendet sind. In Kategorien des originellen oder originalen Werks dachte man auch bei Beer nicht. Ursprünglichkeit konnte man noch lernen und Gedichte konnten auch verbessert werden. Was man lernen musste, war zu variieren, was an Mustern vorlag. Ramler natürlich, das war der Bezugsautor. Man lernte das Versemachen, indem man eben Gedichte nachahmte. Und genau das tat auch Beer. Und damit komme ich zum Schluss, ich grab an der Zeit. Issachar Falkensohn Beers Gedichtsammlung ist natürlich Geschichte. Ohne die gesellige Kultur des 18. Jahrhunderts ist sie völlig funktionslos und auch ihre Bilder sind blind geworden. Für die meditative Privatlektüre waren die Gedichte nie geschrieben. Sie haben, obgleich nicht mehr gelesen, überlebt, gerade im Goethe-Kult des deutschen Bürgertums. In seinem kulturellen Gedächtnis blieben Beers Gedichte neben den Ephraim Kuhs oder den Dramen Aaron Halle-Wolfsohns undeutliche, aber doch epochale Erinnerung an die Anfänge der Emanzipation. Mag es sich auch nur um Gedichtchen handeln. Epochal sind sie deshalb, weil sie zugleich Zeugnis und Ausdruck eines ganz neuen, aufgeklärten Selbstverständnisses sind. Sie zeugen davon, dass Gedichte zu schreiben ebenso gut für die Emanzipation nützlich ist, wie die Philosophie Kants weiterzudenken oder Medizin zu studieren. Dass diese Lebensläufe der Emanzipation möglich waren, verdankt sich einer mittleren Aufklärung, die in Mittau und in Hasenpot einst möglich gewesen war. Vielen Dank. Dass der Verleger Hinz auch der Verleger von Beers Gedichten ist.
Also insofern haben wir die Geschichte der Gedanken und die Geschichte von Büchern gemeinsam in diesem Raum. Vielen Dank. Ja. Als nächstes möchte ich Herrn Zeske bitten. Herr Zeske hat gearbeitet über die Reiseberichte deutsch-baltischer Autoren zwischen 1750 und 1815 und ist zurzeit, wenn es stimmt, am Museum in Thurreida. Ja, in Treiden in Thurreida. Und wird uns jetzt seinen Vortrag halten. Taisīt var, bet man jāpieslēdzas tam ir. Viņš pieslēdzas jau ir. Es attaisīšu pats. Bet tas nav pieslēdzas, tas pieslēdzas. Skaidrs. Godājumie konferences organizētāji, vadītāji un viesi. Man ir tas gods turpināt ciemās profesoras Rutas Florakas iesākto Gerlerta tēmu. Un tādā aspektā, ka ar Gellertu strādājas ne tikai Gotfrīds Fridrihs Stenders, bet arī kāds cits vīrs, kurš dzīvoja šaipus Daugavai. Un tas ir Suntaržu mācītājs Johans Jākobs Harders, kuram šā gada 30. jūlijā arī apritēja apaļu jubileja, Tiesa netik ļoti apaļa kā Stenderam, tomēr tikai 280 gadi. Un tādēļ, lai mans necilais ziņojums kļūs par nelielu sveicienu šim cilvēkam. Stenders savā laikā augsti novērtēja Harderu, jo mēs tuvāk esam nekā jūs cerējat, viņš tam raksta, 1766. Gada ziedu mēneša pēdējā dienā, jeb 31. Maijā. Un piebilst, es pateicu Dievam, ka tas jūs uzskubināja tiem latviešiem par gaismu tapt. Johans Jākobs Harders ir pazīstamā Rubens mācītāja, apgaismotāja un grāmatu izdevēja Kristofa Hardera vecākais brālis. Par abu daļradi literārā kontekstā ar vecā Stendera darbību sestdien referēs mana doma un cīņu biedrene cienēmā Aija Taimiņa. Tādēļ šeit pievērsīšos tikai diviem Jākoba Hardera tekstiem, kurus Stenders nosauc savā jau pieminētajā latvisku uzrakstītāja vēstulē, kas saglabājusies vismaz divos norakstos. Viens Latvijas universitātes akadēmiskajā bibliotekā, otrs Nacionālā bibliotekā, abu reto grāmatu un rokarakstu nodaļās. Šo vēstuli apskata arī Jānis Misiņš savā publikācijā Izglītības ministrijas mēnešu rakstā 1921. Gada 7. Numurā. No vēstules izriet, ka Jākobs Harders piesūtīs Stenderam divus savus darbus. Kristiāna Firstegota Gellerta, garīgo dziesmu atzējojumus. Starp citu, šajā laikā Gellerta slava Vācijā bija sasniegusi savu apogeju, kā arī četrrindes par Ezopu fabulām. Par Hardera literāriem centieniem Stenders kopumā izsakās atzinīgi rakstot, jūsu darbi pie Ezopas fabulām nemaz velti būs. Savukārt par Gellerta dziesmām Stenders bilst, ka nezinot gan, kur tās ģeldēs. Visumā Hardera talants no Stendera puses tika augsti novērtēts. Tiešām, Dievs labas garīgas dāvanas iekš jums ir radinājis, jūs iedēst gan augļi jauki zeļ un dzied, bet jums vajag tos vairāk pucēt. Vēl vairāk. Hardera meistarības līmeni Stenders pielīdzina pat savējam. Viņš raksta, tas man liels gods, ka jūs mani par meisteri saucat, bet vai arī dzen klāsies, ka meisters meisterim ko māca? Johanna Jākoba Hardera atzējoto Gellerta dziesmu un Ezopa fabulu, inspirēto četriņš liktenis ilgu laiku nebija zināms. Tomēr literatūras zinātnē mēs notikt visādi brīnumi, jo, kā raksta Mihails Bulgakovs savā romānā Meistars un Margarita, manuskripti nedeg. Tādēļ šodien ar lielu gandarījumu var paziņot Stendera vēstulē minētie Jākoba Hardera rokraksti ir augšām cēlušies. Pie tam divos eksemplāros vienlaicīgi. Pirmo izdevās atrast Latvijas valsts vēstures arhīvā,
4038. Ir bija vēstures un sanatnes pētītā biedrības fonds, otrais apraksts, 1545. un 46. lieta. Savukārt, otrais eksemplārs glabājas Latvijas universitātes akadēmiskās bibliotēkas, reto grāmatu rokraksts nodeļā manuskripts numur 5363 un abi minētie sasarējumi apvienot vienā sējumā. Bet tieši šeit sākas neliela mistifikācija. Akadēmiskās bibliotēkas, nu, varbūt jums ir, kā jau teica, pirms manis runātājs, diemžēl gaisma, un diezgan slikti var redzēt. Bet nezināmas personas ieraksts ir, tātad šī eksemplāra titula labs otrajā pusē, kas vēsta, ka šis Galēta garīgo dziesmu tulkojums pieder Rubenes mācītājiem vēlākajam pravestam Kristofam Harderam. Tātad minēto tekstu autorība tiek piedāvēta Johana Jakoba jaunākajam brālim. Tādēļ manas uzstāšanās pirmā daļa pēc šīs aivēda būs kurš no Harderiem. Kā jau teicis, abi sacerējumi attiecās uz laiku posmu pirms 1766. Gada 31. Maija. Kristofs Harders nevarētu būt autors jau tāpēc vien, ka Vidzemē ierodās tikai 1767. Gadā. Nav domājams, ka savā dzimtajā Kenigsbergā nereiz pirms tam nepabūdams Vidzemē, viņš jau 18 gadu vecumā latviešu valodu būtu apgūjis tik labi, lai varētu tajā dzējot. Pie tām Gelērta dziesma atdzējumi, kā tas norādīts arhīva eksemplārā, tapuši pat vēl agrāk, 1763. Gadā. Tas ir laikā, kad Kristofam Harderam bija tikai 15 gadu. Tomēr, lai jautājumu par rokrakstu piederību atrisinātu galīgi, tika veikta to grafiskā ekspertīze. Minētie arhīva un akadēmiskās bibliotēkas manuskriptu paraugi tika salīdzināti ar neapšaubām Jakobam Harderam, piedarošajiem rokraksta fragmentiem no Rīgas ķēzariskā liceja mācību plāniem, tajā laikā, kad viņš bija šī liceja rektors. Izrādījās, ka visi apskatāmie rokraksta paraugi pieder vienai un tai pašai personai. Līdz ar to, pēc referenta domām, var uzskatīt par pierādītu, ka mūsu priekšā ir Stendera vēstulē pieminēto tekstu oriģināli. Gribētu šajā brīdī izmantot iespēju un izteikt visirsniegāko pateicību valsts tiesu ekspertīžu biroja emeritātē vecākajai ekspertei cienījamai Intai Šinkūnas kundzei, kura pašreiz atrodas mūsu vidū. Kā gadīja, tātad atlikušajā man atvēlētajā laikā gribētu pievērsties Hardera Ezopa fabulām veltītajām četrindēm, jo Gelērta garīgās dziesmas ir temats atsevišķam pētījumam un ziņojumam. Tātad kultūroloģijā fabulas izcelsme tiek saistīta ar mītu. Pie tam, ja mīta galvenā funkcija ir pasauli izskaidrot, tad fabulas uzdevums ir tēlu starpniecību parādīt, kā cilvēkam šajā pasaulē ir jādzīvo. Fabulē raksturīga vēl kāda cita iezīme – tā akcentē notikumu cēloņu sakarību jeb kauzalitāti. Interesi par fabulām vācu valodīgajā apgaismības literatūrā sekmē tās, proti vācu apgaismības izteikti ētiski didaktiskā ievirze, ko savukārt noteica tās tiešā saikne ar protestantismu. Tajā pašā laikā tomēr jāsaka, lai arī visi trīs pieminētie literāti, gan Gotkārs Frīdrihs Stender, gan abi brāļi Harderi, pēc profesijas bija mācītāji, tomēr ētisko paraugu meklējumos viņu vairs neapražojas vienīgi ar līdzībām no evaņģēlijiem, bet plaši izmanto arī tautas literatūru. Ezopa fabulas vārds agrīno humānistu uzmanību saistīšas jau kopš 15. Gadsimta. Šeit kā pazīstamāko varētu pieminēt Henrika Steinhovela grāmatu, kuras 1478. Gada Augsburga aizdotais eksemplārs glabājas Latvijas Nacionālās bibliotekas reto un grāmatu un rokrakstu nodaļās starp inkunābulām. Tomēr visapjomīgākā Ezopa fabulu interpretācija piedara bijušajam franciskāņu mūkam, dzejniekam un dramaturgam Burkārdam Valdisam, kurš 16. Gadsimta 20-30. Gados uzturējās Livonijā, bet visvairāk Rīgā. Viņa ražīgais devums 400 fabulas apmēram 22 tūkstošiem rindu pirmo reizi iznās 1548. Gadā un piedzīvoja līdz 16. Gadsimta beigām vēl 4 izdevumus. Tomēr šeit svarīgi atcerēties, ka jēdziens Ezopa fabulas, kāds tas tika lietots viduslaikos un agro jauno laiku literatūrā, ne tu nav jāsaprot tā, it kā tas patiešām būtu sacerējis Ezops.
vai vismaz būtu radušās antīkā kultūrā. Šie sižeti, protams, bija atrodami, bet tiesā stādīja mazāko daļu, pie tām bieži tika pārveidoti, jo sevišķi tas attiecās uz interpretāciju morāles jautājumos. Bilzīgā daudzumā fabulu krājumos ieplūda arī viduslaiku folklora. Bez tam katrs autors uzskatīja gandrīz par godalietu sākotnēm sižetām pielikt klāt kaut ko no sevis, vai arī sacerēt pilnīgi jaunas fabulas. Spilgs vienmēr šajā ziņā ir minētais Burkārds Valdis, kura 117 fabulas, tātad no šiem 400 ir viņa paša sacerējumi. Bet liela daļa no pārējām tapušas spēcīgā viduslaiku tautas epikas ietekmē. Valdisa krājumā. Krājums noteikti ir ievērumākais fabulu krājums līdz Zafontēnam. Tomēr 17. Gadsimta otrajā pusē, kad Vācu dzejā pēc Martina Ofica reformas sāka dominēt klasicisms, Burkārda Valdisa krājums tika aizmirsts. Un no jauna atklāts tikai 18. Gadsimta vidū. Starp citu tā atklājies nebija neviens cits, kā jau pieminētais Kristiāns Fritegos Gelerts, kuru pašu reizē uzskata par vienu no ievērojamākajiem fabulistiem Vācu literatūras vēsturē. Motīvi un tendences. Tātad Jakoba Hardera peršeņi par Ezopas fabulām tāpat ietver 17.40 morāliskas pamācības, kuras ir domājums bijušas piesaistītas konkrētām fabulām. Bet to prototīpu identifikācija apgrūtina tas, ka četrindē sniegtās ir vienīgi pamācības, un tās nesatur konkrētās fabulas pilnīgi nekādu tekstu. Tāpēc var tikai nojaust pie tām nevienmēr, kam tās ir bijušas domātas. Kā jau teiks, fabulas, ka literāra žanra galvenais uzdevums bija sniegt tikumiskās zināšanas. Cilvēkam palīdzēt veidot optimālas attiecības ar pāriem sabiedrības locekļiem un pašiem ar sevi. Šajā ziņā visas Hardera četrīnas tematiski varētu iedalīt trijās galvenās grupās. Pirmkārt, tādās, kas regulē attiecības ar pa vertikāli, tātad ar sociālā hierarhija augstāk vai zemāk stāvošiem, pa horizontāli, tātad ar savas kārtas piederīgiem, un treškārt tādās, kas modela attieksmes pret lietām, darbu un citām materiālām lietām. Pie tam, pie pirmās grupas piederiešo ir pat uzskrītoši maz. Tā piemēram par attiecībām ar kungiem runās pavisam 5/4 no minētājiem 117. Nu, šeit man ir jāatvainojās par to, ka es diezgan daudz citēšu, bet jūs varat... Nu, kā teikt, jūsu priešrocība būs tā, ka jūs, misienamie klausītāji, dzirdēsiet šīs vārsmas, kuras nav skanējušas jau 250 gadu pirmo reizi tagad. Tātad šī viena no četrindēm ir šāda. Nestīvējies pret varenām, griez labāk ceļu valdniekam, gudrs vīrs to laiku ierauga, negudrs tie stiepjot izpostā. Vai pret varēniem nelielījies, kas tevi kaitēt gribēsies, viņš tev ar diktas kūšanas norās no tavas lielības un tā tālāk. Tikai vienā gadījumā varētu runāt par noteiktu sociālo kritiku, tomēr tā vēršas ne pret zimbūšanu, bet varmācīgu un nelikumīgu kunga rīcību. Tas kungs, kas ņem ar pātagu, ir naudiņu un lakatu, caur pašu vainu skubinās to zemnieku iekšviltības. Cits vertikālitātes respektīvi hierarhijas aspekts ir attiecības ar zemāk stāvošiem, respektīvi sociālā ziņa atkarīgiem. Tādas ir tikai vienu reizi pieminētas saimnieku kalpa attiecības, kas neprot saimi savaldīt, ne zemes darbus padarīt, lai tas netiek par saimnieku, ka kalpstam skolas darītu, tas ir kaunu darītu. Tomēr vairākas četrindas runā arī par bērnu audzināšanu. Divās no tām uzsvērta personiskā tikumiskā piemēra nozīme, ka, piemēram, tu vēlies bērnu tikušu, tēvs pats padari tikumu, jo velti būs tā mācība, ja tēvs nedar kā pamāca. Un dar bērna priekšā taisnību, nedz radinu uz zakšanu, ja visur nagu stēvs pieliek, bērns par jo lielu zagli tiek. Citas nosoda lutināšanu, vēl citas pieprasa vienādu attieksmi pret visiem bērniem. Otra pamācība grupa cenšas regulēt attiecības zemnieku starpā. Lasītājiem tiek piekodināts nekaitēt kaimiņam, neiekarot tā mantu, neskaust, neglūnēm visus tuvāku, ka tu tam kaitu darīt, jo viņš tev dažu brītiņu ar dūrai maksās glūnēju. Vai arī nekāro visu ar viltības pēc citu ļaužu mantiņas izvilta, manta zudīs drīz, nec bērnu bērniem izvedīs. Vai arī tiek nosodīta viltība, liekulība par viltības nelielījies, ja viltus ļaudis nemīl Dievs. Tas viltnieks ātri bojājies, taisnas vīrs vien bēdās pestīsies. Tātad
Ievērojama daļa sastāda pamācības, kas aicina palikt savā kārtā. Nevēlies citā kārtā būt, jo citā kārtā jau būs grūti. Ja arī nevēlies augstā kalnā kļūt, ne kunga godu sadabūt, dažkārt kas pēc kunga kārojas, ir pliks un kailis palicis. Vai arī ar tavu godu pateicies, nedz augstā kārtā novēlies, jo sen jau būs izpostā, pirms nekā nāksi virzībā. Kas augstā goda amatā, tas var grist grūtā briesmībā, bet kas no zemes kārtiņas, tas dzīvo droši bez briesmības. Tomēr tikpat bieži siek sastopamas arī pamācības bēgt no citu grēkiem, izvairīties no glaimotājiem, bliežiem, viltniekiem. Kad bēdās ļauns nāk palīgā, palieci labā grūtumā, kad zaglis tev uzrunā, tev sapīties biedrībā, tad liekuļam netici viss, jo viņš tev tiešām aplaupīs. Pie tam atšķirībā no kristīgās ētikas, kura aicina septiņas reizes piedod, Harders uzskata, ka krāpniekam nedrīkst uzcēties pat otro reizi. Nedusmojies par naidnieku, aizmirsti, kā tu darītu, bet kas tev vienreiz pievīlis, tam nekad vairs netici viss. Tāpat arī tic, bet lūkam tu uztici, jo tev pieglēmos viltnieku, viņu runās ticēdams, tu allaž kļūsi pieviļams. Pretēji Kristus morālei, kas aicina pagriezt otro vaigu, Harders pats būdams mācītājs pamāca. Nemājo katru svešnieku, kas lūdzās māju vietiņu. Dažs tādu blēdu uzņēmis ir čūsku klēpī sildīs. Racionālā protestantisma predestinācijas ideja izpaužās pārliecībā par dažu ļaundaru nelabojamību. Kad ļaunām labu darīs, mans draugs, tad nebrīnies viss, kad labu ļaunu atmaksā, tā jau ir blēža būšana. Un, kas uz ļaunu ieradies, tas grūši no tā atstāsies. Trešā pamācība grupa saistīta ar attieksmi pret darbu un īpašumu. Tā aicina būt pieticīgam un čaklam. Ak, zemniek, maize bagāta un sāns, lai tevi gausina. Strādājot, strādā tikuši, taupi, tad tu pietiksi. Kas slinko darba laiciņā, tas badu sprākst pavasarā. Tas maizes kumās rociņā, tas tiešām gardā gausina un saldāk iekšu vēdru lien, nekā ir, bet kas vēl laukā skrien. Un tā tālāk. Tālāk es gribētu parunāt par ietekmēm un mijiedarbībām. Šodien tad neredzot Hardera darbu pamat, teksta pašas fabulas ir ļoti grūti spriest, cik lielā mērā tā sasaucas ar Sendera pasakām. Tomēr uz to, ka daļa no sižetiem abu autoru tekstos bijušas identas vai līdzīgas, Senders norāda minētai vēstulē piedāvājumu Harderam nākamo pasaku izdevumu sagatavot kopīgi. Bet tādā gadījumā, raksta Senders citēji, jums vajadzēs arī pie tām pasakām, kas jums trūkst un manā grāmatā stāv, tās mācības ziņu vīzē pārrakstīt. Citāta beigas. No citāta izriet nevien tas, ka Hardera versijā tur iztrūkušas dažas fabulas, kas ir ietūpinās Sendera pasakās un stāstos, bet galvenais daļa no Sendera pasakām vismaz sižetiski Hardera krājumā būs bijušas. Kuras tās ir par to varam spriest tikai aptuveni. Un tomēr atsevišķās pamācībā šīs līdzības ir ļoti labi saskatāmas, piemēram, pazīstamā fabulā par suni un gaļas gabalu, kur izmanto gan Sterners, gan Harders, gan pēdējais raksta negauša Harders. Tātad negauša suņu uzskaties, par viškiņu daudz nekārojies, tev zudīs aplam kārojot, tas kumos sarkot, Dievs tev dot. Tāpēc gan Stendera, gan Hardera, gan Burkharda Valdisa tekstiem ir kopīgs sižets par zemnieku, kurš sasilda čūsku pie savām krūtīm un tā viņu sadzeļ. Interesanta atšķirība vērojama sakām vārda, tāda vārna pērta, tāda nepērta Stendera un Hardera interpretācijās. Es Stendera vārna pērdamās gribu iegūt baltas spalvas, tomēr kā melna bijusi tā paliek, un morāli šeit ir lepnība kauna zemdē. Tad Harders melno krāsu saista ar morālo netīrību. Ļauns blēdis nekad labojās un tam višķiņ pielīpa blēdības. Viņš rājot vēl jau niknāks top, tāds vārns. Niknāks tiek, tāds vārns pēc, tāds nepēc paliek. Īpaša radniecības starp Burkharda Valdisa Stendera un Hardera fabulām saskatāma nevis sižetiskā, bet konceptuālā ziņā. Tas izpaužā, nobeigumā es gribētu šeit citēt divus tātad Burkharda Valdisa fragmentus, kuras sasaucas ar minētēm tātad Hardera četrindēm. Tātad Burkharda Valdisa raksta tā, viņš raksta šādi, droši vien tur ļoti slikti varat redzēt, bet vispār viņš raksta nevis vāciski, bet viņš raksta vidusvācu izloksnē, vidusvācu dialekta Heses Kasenes izloksnē. Tāpēc nebrīnāties, ka tur būs dažas kļūdas.
Tātad, der Esel kann nicht Gazen jagen, der Hund kann auch kein Säcke tragen. Vorwart glaub ich mir, es steht nicht fein, wo der Knecht über Herrn will sein. Und da tālāk, nu, tulkojums varat izlasīt paši. Un tātad morāli ir šāda, lai katrs paliek pie savas kārtas, tad visā zemē valdīs labklājība. Nu, salīdzinājumu, protams, Stenders un arī Harder salīdzinājumu jūs jau redzējāt. Bet dzirdējāt pareizāk sakot. Bet interesants ir kāds cits, tātad dzejolis Burkārda Valdis, tātad pirmajā sējumā 40. Fabula, kas stāsta par cilvēka ķermeņa daļām. Un šī fabula tieši nav Stenderam, bet viņa ir gan Harderam. Tas nozīmē, ka vainu tātad Harders būs bijis pazīstams ar Burkārda Valdisa fabulām, vai arī kaut kas ir ticamāk, caur kaut kādām, teiksim, savu kādu trešu avotu, viņš ir pie šīm te fabulām nonācis. Tātad cilvēka ķermeņa daļas notur apspriedi, un jā, iedošanu. Un tātad notur apspriedi, un viņas runā par vēderu, un viņas saka tā, locekļi tātad par vēderu saka tā, wir müssen in Arbeit mit Arbeit nähren, erwerben, was kann verzehren. Die wollen wir ihm nicht länger geben, mach selber schaffen, will leben. Nu, jūs saprotat, pie tām Burkārds Valdis, protams, to raksta zemnieku kara nu, ideoloģijas, un arī nesen kā ne, tomēr bija beidzies Mincera vadītais zemnieku karš Vācijā, vai ne? Tātad šeit tās iesveikības šeit ir ļoti labi saskatāmas. Nu, un salīdzinājumam tātad pēc tam, protams, šie locekļi nāk pie prāta, viņi nāk pie prāta tad, kad vēders no bada kļūst glužas lābans, von Hunger wart das Bauch gar schwach, da täten auch der Gliedermach. Tas pats notika ar locekļiem. Un locekļi tātad beidzot ir nākuši pie prāta, ir zemnieki nākuši pie prāta, un kungiem saka tā, ēd, dzer un baud vesels, ir katram jādara savs pienākums. Tik tālu Burkārds Valdis, un šeit sekos Hardera rindas, tātad tie kungi ir par vēderi, par kokām tie ir zemnieki, kad kungam kalps nepaklausa, drīz kungs un kalps ies izpostā. Nu, līdzīgas, protams, motīvi ir arī citur, piemēram, konkrēti morāli par fabulu un vilku un suni, kura morāli ir apmēram šāda, tātad labāk ir apmierināties ar mazu rocību, jo bagātība bieži nodara ļaunumu. Skaders raksta, ko žēlīgs Dievs tev pielicis, lai tev pietiek nekāro visu pēc pilnākajā maciņa, jo mazums zūd ar vairuma. Paralēlas vērojumas ir arī citās vietās. Nu, sīkāk es to sniegšu publikācijā, man vienkārši vairs nav laika, bet nobeidzot, tātad gribētu rezumēt, ka Hardera dzējas formā sacerētās pamācības Ezopa fabulām it kā pārmet tiltu no vācu 16. Gadsimta pirmās puses humanisma uz vidzemes apgaismību 18. Gadsimta otrajā pusē. Šī dzējnieka, tas ir konkrēti Jakoba Johana Hardera pētniecība, tagad nulle tikai aizsākas. Domājams, ka tā spēs sniegt nevienu vien interesantu un spilgtu atklājumu. Paldies! Mr. Seske has been so fast. We have 5 minutes to ask him a question, if you would love to. Wir können Fragen stellen. Es gibt ein wenig Zeit dafür. Viņš pats mēģinājis to. Vai kaut kas ir zināms, vai viņš ir pats mēģinājis viņu Stenders tūkot garīgās ordu dziesmas, vai nav mēģinājis? Es nesaprotu jautājumu, atkārtot jautājumu, lūdzu. Jūs runājat par garīgajām dziesmām un ordām, ka viņš rakstīja vēstuli Harderim, ka viņš tika vienmēnējis, ka vajag derēs, bet vai nav nekas zināms, vai Stenders ir pats mēģinājis kaut ko tūkot garīgajām ordām un dziesmām? Nē, nu es domāju, ka tās visas ir vēl divi darbi, kas ir atrasta arhīvā un arī bibliotekā. Gan Gellerta garīgās dziesmas, tas ir reliģiskās, gan arī Ezopa fabulas, kuras ar šī nu, sīkāk vai ne, analizē. Un nu, mana pārliecība ir tāda, ka abām no viņām ir sacerētājs Harders, Johans Jakobs, nevis Kristofs, bet Johans Jakobs tieši Harders. Līdz ar to mēs iegūstam jaunus, nu, teiksim tiešām
darbus, ja, ko mēs līdz tam nezinājām, jaunas dzejas. Mēs papildām, mēs iegūstam plašāk redzesloku par Harderu, par viņa literāro darbību. Jā, bet tiešām nav nekāds dzirdēts, ka Steinders būtu arī mēģinājis kaut ko līdzās tūkot arī kaut ko no kāds piemērs. Steinders? Jā, no garīga moda. Steinders vai Gellertu tūkot? Es nevaru atbildēt par šo jautājumu, varēs atbildēt. Mani kolēģi par Steinders nevaru atbildēt, bet jā. Varbūt mēs šo jautājumu kulāros varam. Nu, redz, būs meklējumi vēl tālāk, jā. Tad liels paldies par jūsu uzstāšanos. Vielen Dank, Herr Zeske, vielen Dank für die Frage. Als nächstes kann ich Ihnen ankündigen, Hans-Jürgen Lüsebrink, der an der Grenze zwischen Deutschland und Frankreich, ich würde sagen, sein Leben lang gearbeitet hat, aber auch außerhalb Europas sich mit frankophoner Literatur beschäftigt und jetzt uns Ständer und einen französischen Autor des 19. Jahrhunderts im Vergleich vorstellen wird. Ja, vielen Dank. Ein französisch-baltischer Autor. Gut, Sie sehen die Gliederung hier. Moment. Genau. Vielen Dank für die Präsentation, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Ständer und Debray waren mit einem Abstand von einer Dreiviertelgeneration, aber deutlichen Überschneidungen in den Lebensdaten, Zeitgenossen. Beide repräsentieren transmigrantische Biografien, die durch längere Aufenthalte in mehreren, sehr unterschiedlichen Kulturräumen geprägt waren. Und ihre Werke weisen, wie ich nachfolgend zu zeigen beabsichtige, Gemeinsamkeiten und Konvergenzen auf. Und doch lassen sich wohl kaum unterschiedlichere Lebensläufe und biografische Profile aufzeigen, als die der beiden Gelehrten und Schriftsteller, die im Zentrum dieses Vortrages stehen werden. Sowohl Ständer als auch Debray waren interkulturelle Mittlerfiguren, deren Werk und deren intellektuelle Aktivitäten in entscheidender Weise das kulturelle und historische Identitätsbewusstsein des baltischen Raums im ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhundert geprägt haben, auf sehr unterschiedliche und doch in mancher Hinsicht konvergierender Weise. Trotzdem sind zunächst die ins Auge springenden Unterschiede zwischen den beiden Biografien und den mit ihnen verknüpften soziokulturellen Erfahrungshorizonten zu betonen. Der soziale und intellektuelle Lebenslauf von Debray hebt sich in der Tat scharf von dem des 1714 geborenen und 1796 verstorbenen lettischen Predigersohnes ab, der trotz breiter interdisziplinärer Interessen zeitlebend seinen theologischen Interessen verbunden blieb, auch wenn er diese zunehmend mit volksreligiösen und aufklärerischen Perspektiven verknüpfte. Herausragende Beispiele für Ständers grundlegend theologisch-volksaufklärischen Horizont sind seine Werke Katechismus in Versen für einen erleichterten Religionsunterricht und philosophische Gedanken über wichtige Gegenstände als Beilagen zu den Gedanken eines Greises, die in keiner Weise aus der Feder Debrays hätten fließen können. François-Gabriel Debray, 1765 in der Nähe von Rouen in der Normandie als Spross eines Landadligen geboren und somit knapp 50 Jahre jünger als Ständer, weist einen Lebensweg auf, der in entscheidendem Maße von den historischen Ereignissen des ausgehenden 18. und beginnenden 19. Jahrhunderts bestimmt wurde. Seine Biografie erscheint zugleich von einer interkulturellen Transnationalität geprägt, die auch sein Werk nachhaltig beeinflusste. In mancher Hinsicht ähnelt sein Lebenslauf zunächst und auf den ersten Blick denen der zahlreichen Adelsgelehrten des 18. Jahrhunderts, die ebenso durch ihren unabhängigen kosmopolitischen Geist wie durch ihre kreative Unstetigkeit charakterisiert erscheinen. 1783 in den Malteserorden aufgenommen, verlebte Debray einen Teil seiner Jugend in Diensten des Malteserordens auf Malta und war 1787 an der Beschießung Algiers durch die Galeeren des Ordens beteiligt. 1790 mit seiner Familie als antikonstitutioneller Monarchist auf die Emigrantenliste gesetzt, floh er zunächst in die französische Emigrantenhochburg
Koblenz, dann nach Italien und England und nahm 1797 als Vertreter des Malteserordens am Kongress in Rastatt teil. Nachdem er während des Rastatter Kongresses den Pfalzgrafen Max Joseph von Bayern kennengelernt hatte, trat er 1799 in bayerische Dienste ein, wurde zum wirklichen Geheimen Rat im Ministerium des Äußeren in München ernannt. Er war dann bis 1817 einer der wichtigsten außenpolitischen Berater des Grafen Maximilian von Montjoly, der ab 1799 weit über den außenpolitischen Bereich hinaus die Staatsgeschäfte Bayerns bestimmte und zahlreiche Reformprojekte umsetzte. Als Diplomat nahm Debray zwischen 1799 und seinem Tod im Jahre 1831 eine ganze Reihe von diplomatischen Aufgaben und Posten in bayerischen Diensten wahr, als bayerischer Sondergesandter 1799 in St. Petersburg, 1800 in London, 1801 bei den Friedensverhandlungen in Amiens und von 1802 bis 1808 in Berlin. 1815, nach dem Abschluss des Wiener Kongresses, wurde er erneut in diplomatischen Diensten Bayerns nach St. Petersburg entsandt und schließlich am Ende seiner Karriere nach Paris und Wien. Er starb 1831 auf einem Gut in der Nähe von Straubing im Alter von 66 Jahren. Warum er als französisch-liefländischer Schriftsteller bezeichnet wird und auch in den einschlägigen Lexika als solcher auftaucht, hängt mit seiner engen persönlichen Beziehung zu Livland zusammen, nämlich durch die Heirat mit der zweiten Tochter der Familie von Löwenstein auf Wollmarhof und Kockenhusen in Livland, Sophie, die er während seines Aufenthalts in Berlin kennenlernte und 1805 heiratete und die ihn veranlasste, ab 1809 bis Mitte der 1820er Jahre, also bis zu seiner Berufung nach Paris, regelmäßig in Livland, in Tartu, sowie auf seinem Schloss in Kockenhusen zu leben. Debrays Hauptwerk, der Essai Critique, ist leider nicht zu sehen, es ist einfach zu hell, also der Essai Critique sur l'histoire de la Livonie, 1817 in französischer Sprache in Dorpat erschienen, in der Schünmannschen Verlagsdruckerei, verfolgte die Zielsetzung, die Geschichte, Sprache und Literatur Livlands in einer Gesamtdarstellung zu präsentieren und hiermit zu zeigen, dass Livland eine prinzipiell gleichwertige Stellung unter den Zivilisationen und Kulturen Europas einnimmt. Debray verfasste und publizierte sein Werk, das ihm 1818 den Ehrendoktortitel der Universität Dorpat einbrachte, in einer sehr spezifischen historischen Situation, nämlich er schrieb es in den Jahren 1812 und 1813, das heißt in den entscheidenden Jahren des Niedergangs des napoleonischen Empire, als sich die Niederlage des französischen Kaisers und das vehemente Auftreten nicht nur neuer Nationalismen in Osteuropa abzeichnete, sondern auch der Aufstieg Russlands zu einer neuen hegemonialen Großmacht. Die Veröffentlichung des dreibändigen, knapp 1000 Seiten langen Werkes erfolgte zwei Jahre nach dem Sturz Napoleons, 1817. Es schloss thematisch unmittelbar an eine Schrift an, die Debray 1813 bereits vor der Münchner Akademie der Wissenschaften präsentierte und die den Titel, ich habe hier das Titelblatt, aber es ist leider nicht zu sehen, Mémoire sur la Livonie trägt. Diese knapp 90 in quarto Seiten umfassende und in den Jahren 1809 bis 1810 verfasste Schrift ist als eine Art Vorarbeit zu seinem Essai Critique sur l'histoire de la Livonie zu verstehen und es ist zu vermuten, dass die positiven Reaktionen der Münchner Akademie-Mitglieder Debray zur Ausarbeitung eines umfangreicheren Werkes ermunterten.
Ähnlich wie in seinem späteren, umfangreicheren Werk, in das er auch Teile dieser Akademieabhandlung wörtlich oder in leicht abgewandelter Form übernahm, verfolgte Debray mit der Abfassung seines Mémoires sur la Livonie das Ziel, eine enzyklopädische Darstellung der Natur-, Sozial- und Kulturgeschichte sowie der politischen Eigenarten Livlands zu präsentieren. Unter der geografischen Bezeichnung Livonie, Livland, fasste er zu Beginn der Schrift, ebenso wie in seinem späteren Werk, die beiden Gouvernements von Riga und Reval, das heißt das eigentliche Livland, la Livonie proprement dit, und Estland. Ähnlich wie bei seinem Essay Kritik stützte sich Bray auf deutschsprachige Quellen, in erster Linie vor allem Chroniken und Abhandlungen, unter anderem auf Merkels Werk Die Letten, sowie Werke von August Wilhelm Hupel, Wilhelm Christian Friebe, Christoph von Ziegenhorn und August Melin, sowie auf persönliche Beobachtungen und schließlich auf direkte Informanten. Zu ihnen zählten unter anderem die Naturforscher Hoppe und Duval, der Bibliotheksdirektor und Schriftsteller Karl Morgenstern sowie der Philologe und Astronom von Struve, die alle an der 1802 von Zar Alexander I. neu gegründeten Kaiserlichen Universität Dorpat tätig waren und die zu seinem Soziabilitätskreis gehörten. Seine Schrift wird ergänzt durch zweisprachige Liedertexte in Estnisch und Französisch, die Debray unter anderem aus August Wilhelm Hupels topografischen Nachrichten von Liv und Estland, durch Statistiken zum Handel Livlands sowie Zeichnungen zur Landwirtschaft und Volkskultur Livlands, die wahrscheinlich aus der Feder Debrays selbst stammen. Ich habe die auf Folien projiziert, aber es ist leider nicht, wie gesagt, zu erkennen, ergänzt. Debray's Essai Critique sur l'histoire de la Livonie ist in zwei große Teile untergliedert, einen diachronischen Teil, der die historische Entwicklung Livlands in einer historischen Langzeitperspektive darstellt und die beiden ersten Bände des Werkes umfasst. Der zweite Teil, überschrieben Tableau de l'état actuel de cette province, Darstellung des gegenwärtigen Zustandes dieser Provinz, umfasst eine beschreibende und zugleich geschichtsphilosophisch reflektierende Darstellung von Raum und Bevölkerung, von Geografie und Pflanzenwelt, sowie der Gesellschaft, der Mentalitäten und der kulturellen Ausdrucksformen der Bewohner Livlands. Im Gegensatz zum ersten Teil des Werkes, in dem Debray detailreich auf die Geografie, die Flora und Fauna sowie die Rechts- und Verwaltungsstrukturen Livlands eingeht und die häufig den Duktus einer trockenen Deskription aufweisen, ist in diesem zweiten Teil des Essai Kritik durchaus auch ein Sinn für das Pittoreske, Kuriose und Singuläre der Sitten Livlands und seiner Bewohner spürbar. So etwa, wenn er die livländischen Gasthöfe, die Cabaret beschreibt und livländische Volkslieder zitiert und kommentiert und auch übersetzt. Debray beansprucht in seinem Werk, alles Wesentliche und Wissenswerte über Livland und seine Geschichte aufzuarbeiten und zu präsentieren. Er verfolgt somit mit seinem Essay Kritik einen enzyklopädischen Anspruch, der zugleich einen Wissenskanon zu umreißen sucht. Er folgt hierbei den gängigen Kategorien der aufgeklärten Geschichtsschreibung und unterscheidet systematisch zwischen Histoire naturelle, Naturgeschichte, Histoire morale, moralischer Geschichte und Histoire des institutions, Geschichte der Institutionen. Debray verfolgte, wie er im Vorwort zum ersten Band darlegt, mit seinem Werk zur Geschichte Livlands zum einen die grundlegende Zielsetzung, angesichts der verlorenen Unabhängigkeit des Landes die vergangene Größe der Provinz zu beschwören, beziehungsweise die historisch gewachsenen kulturellen, sozialen und politischen Gegebenheiten und Spezifika dieses Raums historisch aufzuarbeiten. Diese Zielsetzung implizierte die literarisch, kulturell und sprachlich sich artikulierende kollektive Identität Livlands einer regionalen, aber auch zugleich auch transnationalen und europäischen, das heißt französisch sprechenden und lesenden Öffentlichkeit zu vermitteln und zu präsentieren. Sein Werk ist das einzige Werk der Zeit, das in französischer Sprache geschrieben wurde und zugleich von jemand, der das Baltikum, vor allem Livland, intim sehr gut kannte, aus einem ja
jahrelangen Aufenthalt. Zum anderen verfolgte Debray mit seinem Werk zu Livland eine geschichtsphilosophisch vergleichende Perspektive im Sinne einer kritischen, aufgeklärt weltbürgerlichen Historiographie in der Tradition des Siècle des Lumières, also in der Tradition von Autoren wie Voltaire, Raynal und Volney. Eine Perspektive, die bereits programmatisch in dem Begriff Kritik, der bereits im Titel erscheint, betont wird. Sein Werk heißt ja Essai Critique sur l'histoire de la Livonie, kritischer Essay über die Geschichte Livlands. Die Darstellung Livlands, Zitat, so schreibt er im Vorwort zum ersten Band, zeigt Szenen einer neuen Art und wirkt, obwohl grobschlächtig, ich habe hier selbst übersetzt, durchaus anziehend. Wenn man mit einem philosophischen Blick die Herausbildung eines noch wenig zivilisierten Volkes betrachtet, das von noch völlig barbarischen Völkern umgeben ist, vermag der Geist interessante Einsichten für eine Geschichte der politischen Gesellschaften zu erhalten. Zitat Ende. Was ich selber übersetzt habe aus der Vorrede. Die Zentralbegriffe dieses Zitats erscheinen symptomatisch für Debrays Selbstverständnis und seine Konzeption einer aufgeklärt weltbürgerlichen Geschichtsschreibung. Debray sah sich als philosophischer Geschichtsschreiber, als Historien Philosoph, als philosophisch denkender und handelnder Historiker, der geschichtliche Entwicklungen nicht um ihrer selbst willen beobachtet, sondern in gesellschaftsvergleichender Perspektive ihre Partikularitäten in den Blick zu rücken sucht. Debray verwendet in diesem Zusammenhang den Begriff Originalité. Er möchte die Originalität Livlands herausarbeiten, ein Begriff, der in gewisser Hinsicht Herders Kulturbegriff nahekommt, der auch für Stenders Denken eine wichtige Rolle spielt. Zugleich greift Debray auf eine Matrix von Schlüsselbegriffen der Aufklärungsphilosophie zurück, die sein Denken und seine Kulturgeschichtsschreibung prägen. Vor allem durch das konzeptuelle Gegensatzpaar von zivilisé und barbar, also von zivilisiert und barbarisch, sucht er den Entwicklungsgang und die Entwicklungslogik von Gesellschaften und Kulturgemeinschaften wie der Livlands in vergleichender Perspektive zu erfassen und zu begreifen. Die konzeptuellen und begrifflichen Konvergenzen zwischen den Werken Debrays und Stenders liegen vor allem in zwei Bereichen. In dem Interesse für Volksliteratur und Volkskultur Lettlands bzw. Livlands und in der Konzeption einer historisch gewachsenen kollektiven Identität der Bewohner Livlands, die es zu bewahren und weiter zu entwickeln gelte. Debray betonte ähnlich wie Stender beispielsweise in dessen Vorrede zu seinem lettischen Wörterlexikon den engen Zusammenhang von Sprache und Nationalcharakter. Kein Volk solle seine Sprache aufgeben, was kein Volk daran hindern sollte, andere Sprachen als zusätzliche Kommunikationssprachen zu verwenden. Also Debray hatte eine dezidiert multilinguale Auffassung von Nation. Beide unterstreichen die Unvollkommenheit der lettischen Sprache. Debray spricht von Idiom imparfait, von einem unvollkommenen Idiom, Stender davon, dass den Letten wegen, Zitat, Mangel an der Kultur zahlreiche Ausdrücke und Wörter fehlten, Zitat Ende. Beide schrieben aber zugleich übereinstimmend der lettischen Sprache das Potenzial zu, etwa durch Entlehnungen aus anderen Sprachen, aus dem Russischen, aus dem Französischen, aus dem Deutschen, jene philosophische Terminologie, das ist ein Zitat von Stender, zu entwickeln, durch die eine Sprache den kulturellen und zivilisatorischen Fortschritt befördern könne. Und obwohl beide und vor allem der Aristokrat Debray die Kultur und Sitten des einfachen Volkes als grobschlächtig und rückständig ansahen, zeigten sie sich nicht nur vor allem durch Volkslieder und historisch tradierte mentale Verhaltensweisen wie die traditionelle Gastfreundschaft der Livländer angezogen und fasziniert, sondern sie waren beide auch grundlegend von der kulturellen Entwicklungsfähigkeit auch des einfachen Landvolks in Livland zu höheren Zivilisationsstufen überzeugt. Sowohl bei Debray als auch bei Stender mündete das Interesse für Sprache,
Kultur und für die literarischen Ausdrucksformen der Letten und Livländer in ein volksaufklärerisches Projekt, wenn auch unter sehr unterschiedlichen Prämissen. Debrays Konzeption der Volksaufklärung war von der französischen Aufklärung und ihrer Begrifflichkeit bestimmt, sowie einem grundlegend aristokratischen Paternalismus, mit dem er auch durchaus die Leibeigenschaft, zumindest für eine vorübergehende Zeit, verteidigte, unter der Voraussetzung, dass die Leibeigenen aufgeklärten Aristokraten untergeben waren. Sie zielte auf eine perfektionierte Zivilisation, Civilisation perfectionnée nennt das Debray, und stand unter dem Vorzeichen eines aufgeklärten Patriotismus, bei dem der Aristokratie eine zentrale erzieherische Rolle in Staat, Schulwesen und Gesellschaft zukommen müsse, die zudem, so Debray, im Baltikum durch die Erziehungspolitik des seit 1802 regierenden russischen Zars Alexanders I. nachhaltig unterstützt werde. Sein Werk ist Zar Alexander I. gewidmet. Stender hingegen setzte auf die Verbindung von Volksaufklärung und Religion und die hiermit verbundenen Kommunikationsmedien, Predigten, Katechismen, Fabeln und Lieder. Neben den Begriffen Bildung und Aufklärung verwendete Stender im Gegensatz zu Debray kennzeichnenderweise den religiös konnotierten Begriff der Erleuchtung, den er semantisch mit den Begriffen Vaterland und Glückszustand assoziierte, beispielsweise in der bereits zitierten Vorrede zu seinem lettischen Lexikon. Ich komme zum Ende. Stenders Werk, Stenders Werk war zweifelsohne in einer mittel- bis längerfristigen historischen Perspektive betrachtet von ungleich größerer sozialer und kultureller Wirkung als das Debrays. Dies ist sowohl dadurch zu erklären, dass es literarische und publizistische Gattungen verwendete, die potenziell und auch faktisch ein deutlich breiteres Publikum anzusprechen vermochten, wie Katechismen, Fabelsammlungen, Liedsammlungen und Lexika, als auch durch die Tatsache, dass Stender in deutscher Sprache schrieb und nicht auf Französisch, einer Sprache, die im Baltikum um 1800 lediglich in Adels- und Gelehrtenkreisen eine gewisse Rolle als Kommunikations- und in Teilbereichen auch als Publikationssprache spielte. Ich erinnere daran, dass dieses Werk von Debray in französischer Sprache in Dorpat 1817 erschien, und ich habe in der Universitätsbibliothek Dorpat gesehen, dass eine ganze Reihe, nicht sehr viel, aber doch mehrere Dutzend Werke in französischer Sprache in Dorpat zwischen 1800 und 1840 publiziert worden sind, von verschiedenen Autoren. Trotzdem erreichte Debrays Werk eine durchaus bemerkenswerte Auflage und Verbreitung. Quellenmäßig ist belegt, dass 1820, also 3 Jahre nach dem Erscheinen dieses Werkes, von dem Essai Critique sur l'histoire de la Livonie knapp 400 Exemplare von einer Gesamtauflage von knapp 600 Exemplaren abgesetzt worden waren, davon 106 in St. Petersburg, 66 Exemplare in 2 russischen Buchhandlungen in Riga, 55 Exemplare in einer Buchhandlung in Dorpat, 133 Exemplare in Leipzig und 10 Exemplare in Reval. Gar nicht so schlecht für ein Werk, das 1000 Seiten umfasst und entsprechend teuer auch gewesen ist. Sowohl Stender als auch Debray lassen sich als kulturelle Vermittlerfiguren betrachten. Stenders Vermittlertätigkeit war zweifellos eine in stärkerem Maße intrakulturelle Tätigkeit, die in volksaufklärischer Perspektive in die lettische Gesellschaft der zweiten Hälfte des 18. und der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts hineinwirkte. Debrays Wirkung war trotz einer gewissen Verbreitung seines Werks auch in Livland und trotz des Ansehens, das er auch im Baltikum in Gelehrtenkreisen genoss, er hat immerhin die Ehrendoktorwürde der Universität Dorpat erhalten als einer der allerersten überhaupt dieser Universität. Debrays Wirkung war trotz allem in erster Linie interkulturell und international. Er führte das Wissen um Livlands Geschichte, Kultur, Sprache und Gesellschaft in das kulturelle
Feld Europas ein, durch sein Essay Kritik, durch seine Abhandlung über Livland vor der Bayerischen Akademie der Wissenschaften sowie eine Reihe von Zeitschriftenaufsätzen. Zu ihnen zählt auch eine Publikation zu Livland in dem damals äußerst renommierten, in den damals äußerst renommierten Annales des Voyages et de la Géographie von Konrad Maltebrun, dem bedeutendsten französischen Geographen der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts, der übrigens sein Essay 1820 in Paris insgesamt lobend in dieser Zeitschrift rezensierte und damit einem europaweiten, vor allem französischsprachigen Publikum zugänglich machte. Vielen Dank. Ja, damit als letzten in dieser unserer Sektion die Nachbarschaft von Stender mit interessanten Texten wohl zu behandeln scheint, spricht Jörg Gotthard Mix aus Marburg, der sozusagen der einzig lebende Experte für deutsche Almanache und französische Almanache und alle Taschenbücher, die es in Europa gibt. Gut, ich sage nichts weiter dazu. Herzlichen Dank für die Einladung. Sie hören jetzt aufgrund der Knappheit der Zeit einen um ein Drittel gekürzten Beitrag, in dem alle Vornamen und Titel verkürzt sind. Mit Elverfeld, Herder, Merkel und Stender erscheint zum ersten Mal die Landbevölkerung der ehemaligen russischen Ostseeprovinzen im und nicht auf dem literarischen Feld, ohne indes eine der traditionellen Handlungsrollen zu übernehmen. Die Landbevölkerung bleibt Gegenstand und ist nicht Akteur, da so Krastina und Taterka die Ausweisung aller ästhetischen, literarischen und künstlerischen Bildung aus dem bäuerlichen Bildungskanon Programm ist und für den Landmann nicht einmal ein Platz am Katzentisch vorgesehen ist. Der gemeine Mann wird von den Volksaufklärern im literarischen Feld imaginiert und auch als literarisch produktiv angesehen, aber er sollte, so Stender, belehrt werden oder nach Elverfelds Anleitung Modelle von Literatur und des Umgangs damit durchvariieren. Im Gegensatz zu Elverfeld dominiert beim älteren Stender die herrschende Lehrerattitüde. Für ihn stehen die Positionen der rationalistischen Philosophie mit ihrer Akzentuierung der vernünftigen Unterweisung als Königsweg zur Veredelung des Menschen völlig außer Zweifel. Herder sieht in den als Volkslieder klassifizierten Texten einen unreflektierten ästhetischen Sinn naiver poetischer Praxis. Für ihn sind diese Texte originäre Dichtung, die keiner auf Vernunft und Nutzen zielenden Modellierung bedürfen. Seiner Auffassung nach dokumentieren sie den unüberwindlichen Hang zur Poesie der Letten. Herder und Stender vertreten aufklärische Positionen, die allerdings deutlich, vor allem hinsichtlich der ästhetischen Wertungskriterien sowie der Einschätzung der poetischen Praxis und der Historizität von Texten, differieren. Herder wertet die kulturellen Zeugnisse von einem unwissenden, unausgebauten Volk nicht minder. Sein Konzept zielt auf poetische Ursprünglichkeit und Unmittelbarkeit. Stender hingegen zeigt sich dem traditionellen Protesser Delektare verpflichtet. Sein explizit für die Jugend auf dem Land geschriebener Katechismus in Versen, 1781 bei Steffenhagen in Mietau publiziert, soll, da es am Schluss an Schulen fehlet, im Sinne der Aufklärungspädagogik ein verstümmeltes Herplappern des dunklen Katechismus aus der Praxis verbannen und einen moralischen Religionsunterricht etablieren. Stender will gebieterisch, als wäre es aus Gottes Mund, gezielt aufgeklärtere Religionsbegriffe vermitteln und bezieht eine Position, die Herders Kritik an der Armierung einer normativen Poetik und einer vom Rationalismus beförderten Fixierung auf das Dogma vernunftgemäßer Erkenntnis zuwiderläuft. Wie die Kehrseite derselben Medaille zeigt sich diese Diskrepanz auch in der theologischen Auseinandersetzung,
die durch zwei auf das Jahr 1766 zu datierende anonyme Publikationen überliefert ist. Stenders bis heute als verschollen geltendes Traktat, Schrift und vernunftmäßige Erläuterung der Lehre von der heiligen Dreifaltigkeit, sowie Herders Replik mit dem Titel Nachricht von einem Erläuterer der heiligen Dreieinigkeit, die sich übrigens interessanterweise einzig in Bernhard Suffans Ausgabe sämtlicher Werke, aber in keiner neueren Edition findet. Erstens, Autorschaft und Anonymität. Anonyme Publikationen gehören sowie Kryptonyme, Pseudonyme, Pränonyme oder Pseudoandronyme zur alltäglichen Publikationspraxis des 18. Jahrhunderts. Um in den Konsequenzen schwer kalkulierbaren Restriktionen zu entgehen, bedienen sich die Verfasser vorzugsweise beim theologischen Streitgespräch, erotischen Gedicht oder Roman, politischen Pasquill oder sozialkritischen Disput einer nebulösen Anonymität, die unter günstigsten Umständen die Autorschaft dauerhaft verschleiert. Vor allem das traditionelle Rollenbild des Theologen verlangt eine öffentliche Zurückhaltung, die nur bedingt mit dem von Haferkorn entworfenen Paradigma des freien Schriftstellers in Einklang zu bringen ist. Die an Stender und Herder herangetragene Rollenerwartung zielt auf ein positives Christentum, in dem die Dogmen der protestantischen Kirche und die wissenschaftlichen Erkenntnisse der Zeit nebeneinander bestehen sollen. Herders Verzicht auf eine kircheninterne Aussprache und seine Entscheidung, öffentlich, aber anonym auf die Broschüre Stenders einzugehen, beruht auf anderen Motiven als Stenders Entschluss, unter dem Schutz der Anonymität Publizität zu suchen. Während Stender sich bemüht zeigt, jüdische Gläubige zu missionieren und die giftigsten Pfeile der Deisten und Naturalisten gegen ihre Urheber zu wenden, will Herder den renommierten älteren Kollegen vorführen und dessen theologische Inkompetenz belegen. Die Intention, Stender bloßzustellen, ist mit Risiken verbunden, zumal Herder in Riga als ein auf Emotion und Anschauung zielender Prediger zwar viele Anhänger, aber auch Neider hat. Herder sieht seine Replik auf Stender als intellektuelles Bravourstück, das in eingeweihten Kreisen, nicht in der breiten Öffentlichkeit, seinem Renommee förderlich sein soll. Hollywood. Gegenüber Hamann, der die Schrift vor der Drucklegung bei Hartknoch kritisch gegenliest, bekennt Herder, kein Dorfpastor werden zu wollen. Herders in den Präliminarien seiner Replik geäußerte Behauptung, den Verfasser der Schrift und vernunftmäßigen Erläuterung der Lehre von der heiligen Dreifaltigkeit nicht zu kennen und ohne Personalabsichten zu schreiben, ist, wie Bernhard Suffern 1875 penibel nachweist, eine bloße Schutzbehauptung. Hamann, den Herder als Schutzgeist seiner Autorschaft tituliert, ist über alle Hintergründe informiert und spielt in seinem Antwortschreiben unmissverständlich von der Widerlegung des ST, die er kritisch durchgesehen habe. Stender hat Herders rigide, aber überlegene Kritik offenbar als peinliche Niederlage empfunden und nicht der Versuchung widerstehen können, seine Schrift später zu verleugnen, sodass sie sich in späteren Verzeichnissen auch nicht mehr findet. An der Autorschaft kann jedoch kein ernsthafter Zweifel bestehen. Zweitens, Adressat und Argument. Herders Beteuerung, gänzlich interesselos bloß das Buch rezensieren zu wollen und nach keinem theologischen Amt zu streben, irritiert. Da im Gegensatz zu Stender die theologische Debatte einer Gegenrede ähnlich personalisiert. Während Stender mit dem unverhüllten Autoritätsanspruch eines sprachgebildeten Theologen seine Leser von der Kanzel herab wie eine Gemeinde mit einem repetitiven Wir und Uns in seine Argumentation hineinzieht und mit patriarchalem Gestus ihre Zustimmung voraussetzt, eröffnet Herder in seiner Nachricht eine klare Frontlinie zwischen dem Verfasser, gemeint ist Stender, und einem selbstsicher argumentierenden Ich. Herders Ich ist als Pluralis Modestiae gleichfalls didaktisch konnotiert, aber das Uns imaginiert ein Forum, vor dem der Kritiker seine Souveränität ausspielt und seine beteuerte Vorurteilslosigkeit vorführt.
Lasset uns also sehen, heißt es in Herders Streitschrift, was der Verfasser für eine Erklärung vortrage, ob sie neu und geistlicher als die gewöhnliche sei und ob sie ihren Zweck erreicht. Während Stender für jemanden spricht, argumentiert Herder vor jemanden. Die unterschiedliche Kontextualisierung und Konnotation der Pronomina lässt die soziale und intellektuelle Differenz zwischen dem saturierten Amtsinhaber und dem auf Profilierung bedachten Amtsanwärter erahnen. Gleichfalls offenbart sich eine epochengeschichtliche Differenz und ein latenter Generationenkonflikt. Herders Gesprächsrhetorik leugnet, wie noch zu zeigen sein wird, nicht die Alterität des zu Verstehenden. Stender ist hingegen bemüht, Widersprüche einzuebnen oder mit autoritativem Gestus zu übergehen. Demjenigen, dem der Geist die Wahrheit und Liebe zum vernünftigen Gottesdienst nach Stenders Auffassung nicht zuteil wird, dem spricht er a priori die Legitimität als Kritiker ab. Wer diese nicht besitzt, kann so wenig unser Richter sein, so wenig diese Schrift für ihn ist. Das ist keine Sprache, die den wissenschaftlichen Dialog sucht und argumentiert, sondern ausgrenzt. Stenders Intention, ein kurzes und deutliches Religionssystem für die Bildung unseres Geistes zur Rechtschaffenheit zu formulieren, transformiert die Kanzel der Dorfkirche zur Tribüne öffentlicher und populärer Aufklärung, verwandelt aber den ursprünglich autoritätskritischen Protestantismus in eine staatsutilitaristische Beamtenreligion. Stenders in seinem Leitfaden für den erleichterten Religionsunterricht mit volkspädagogischem Impetus vorgebrachte Kritik am dunklen Katechismus Dr. Martin Luthers erweist sich, vergegenwärtigt man sich die enthusiastische Luther-Apologetik von Voss und der Göttinger Hainbündler als provozierend und untypisch, da man entweder den Wittenberger Reformator als Wegbereiter der Aufklärung feiert oder aber, so der theologisch-konservative Kirchenprotestantismus, an Glaubensgrundsätzen gar nichts gemodelt wissen will. Mit seinem von volksaufklärischem Geist beförderten Neuprotestantismus vertritt Stender eher eine Minderheitenposition und favorisiert deshalb eine anonyme Veröffentlichung seines Traktats. Herder hingegen sieht sich noch ganz am Anfang seiner Laufbahn und Möglichkeiten und ist deshalb auch gar nicht erpicht auf eine kontroverse Diskussion über seine Autorschaft. Drittens, Rhetorik und Argument. Auf den ersten Blick wirkt die von Herder in seiner Replik vorgeführte rhetorische Strategie folgewidrig. Wie erklärt es sich, dass auf Herders expressis verbis vorgebrachte Forderung, die gesamte theologische Dogmatik und die Hermeneutik zu bestimmen, im nächsten Absatz eine als Zitat markierte Äußerung Stenders folgt, sie sich aber so in dessen Text gar nicht findet? Wenn Stender von der Ähnlichkeit mit der Gottheit, und zwar in Ansehnung der geistlichen Eigenschaften und Gesinnung, spricht, so unterscheidet sich das von der Schlussfolgerung, die Herder dem Seelburger Theologen in den Mund legt. Seht, welche Ähnlichkeit, gewiss wie aus den Augen gerissen. Herder wechselt abrupt von der programmatischen Forderung nach einem gestärkten philologischen Auge, der genauen Exegese der schriftlichen theologischen Quellen, zu einem Spontaneität suggerierenden Gestus der Mündlichkeit. Mit der vermeintlichen Äußerung Stenders konstruiert er einen Dialog, der realita gar nicht stattfindet, aber den Leser, der sich jetzt in die Rolle des Zuhörers hineinfindet, überrascht und die Macht der Rhetorik gewahr werden lässt. Der unmittelbar folgende Satz potenziert die Irritation des auf einen gelehrten Disput eingestimmten, aber in seiner Erwartungshaltung getäuschten Publikums, da Herder seinen Kontrahenten nun geringschätzig mit Till Eulenspiegel vergleicht. Herder rekurriert auf die 27. Historie des Volksbuches Till Eulenspiegel, die erzählt, wie Uhlenspiegel dem Landgrafen von Hessen malet und in Weiß macht, wer ohne Licht, der könne es nicht sehen. Das ist aus Sicht der Amtsbrüder und Stenders in mehrfacher Hinsicht insolent. Das Volksbuch Till Eulenspiegel ist unter rechtgläubigen Aufklärern schon per se unerwünscht, aber der Vergleich mit einer unbotmäßigen Gestalt, die wissentlich etwas vortäuscht, was so nicht existiert, potenziert die Inakzeptanz. Diese Analogie ironisiert die legitime Ausübung der religiösen Macht und damit die Validität
amtskirchlicher Autoritätsbeziehung und ruft durch ihren herabwürdigenden Ton kontrovers-theologische Streitschriften in Erinnerung. Herder versucht hier, eine neue Diskursordnung zu etablieren, die Legitimität der Positionen Stenders ad absurdum zu führen, sowie durch seine entalltäglichende Kritik die Werte und Normen, welche die Vertrautheit mit ihnen als in der Natur der Sache verankert begreift, als willkürlich hinzustellen. Die Rhetorik seiner Botschaft repräsentiert in Nuze die Struktur der für das religiöse Feld konstitutiven Beziehungen. Als Kollaborator und gerade examinierter Prediger wird ihm in Riga auch gar nicht das Recht zugebilligt, eine derart rabiate Kritik öffentlich zu machen, deshalb die Anonymität und Abwendung von einem auf Parität beruhenden Dialog nach dem Muster von Wielands antithetischer Prosa. Stattdessen positioniert er sich als einziger Redeführer, der es versteht, sich zum Mittelpunkt zu machen und, um im Mittelpunkt sich zu behaupten, sich angelegen sein lässt, den Leser, sei es durch Ansprache und Aufforderung zu gemeinsamer Prüfung und Gedankenarbeit, aufzumuntern. Forsch erklärt Herder beispielsweise zu Beginn des zweiten Abschnitts: Ich führe diese vier Stücke nicht aus, sondern gebe sie nur dem Verfasser und allen anderen Lesern zum Durchdenken auf. De facto manifestiert sich hier ein diskursiver Machtanspruch, der die traditionelle Gesprächsordnung aufhebt. Markiert durch eine unverhältnismäßige Häufung des Personalpronomens Ich, rückt ein Wortführer in das Zentrum. Die anderen Gesprächsteilnehmer, der Besprochene und der Angeredete, werden einem rhetorischen Kalkül unterworfen und zu Statisten. Neben der Durchsetzung seiner Überzeugung geht es Herder im theologischen wie im literarischen Feld um ein Ausloten seiner Möglichkeiten. Ähnlich wie bei seinen zeitgleich publizierten Fragmenten zielt er mit seiner Nachricht auf eine durchgreifende Überbietung alles Vorhandenen, aber er sieht auch die begrenzten Aussichten am Ufer der Düna. In dieser Situation schickt er seine Schriften nach eigener Aussage als kamouflierte Vorläuferinnen in die Welt, um sie dann bei einem durchschlagenden Erfolg zur Autorschaft zu bekennen. Als Diskurreur, nicht als Dialogist, führt er, so Suffern 1875, die Gedanken, wie er sie ausgedacht hat, in eigener Person vor. Den Schein der Unmittelbarkeit aber sucht er vor allem darin zu wahren, dass er seine Denkoperationen ausdrücklich ankündigt und die Empfindungen, welche sein Nachdenken begleiten, einfließen lässt. Viertens und letztens, Religion und Hermeneutik. Herders Plan, bei erst bester Gelegenheit Riga zu verlassen und die Welt zu sehen, bestimmt auch seine Replik auf Stenders Schrift und vernunftmäßige Erläuterung. Herders Erwiderung ist keine Referenz für ein Amt in der Rigaer Kirchenhierarchie oder eine Landpastorenstelle in Livland, sondern ein Empfehlungsschreiben für den kleinen Kreis einflussreicher Gelehrter und Dichter, die wie Hamann, Schäffner, Nicolai, Kant oder andere Briefpartner über die Situation informiert sind. Gegenüber Kant äußert er die Überzeugung, ein geistliches Amt sei zuvörderst geeignet, Kultur und Menschenverstand unter den ehrwürdigen Teil der Menschen zu bringen, den wir Volk nennen. Aber er meint damit mitnichten irgendeine Pfarrei. Ihm schwebt vor, ein zweiter Zwinglius, Calvin und Luther zu werden, und er nimmt in Kauf, dass er dafür Bestehendes zerstören muss. Stender hingegen verfolgt andere Ziele. Er will seine Amtsbrüder instruieren und versteht sein neologisches Traktat als Predigthilfe. Die Probleme, die er thematisiert, betreffen den Glaubenshorizont des gemeinen Mannes, nicht die akademische Theologie. Schon die Ausgangsfrage, nämlich was unter der heiligen Dreieinigkeit zu verstehen sei und was wir uns vor einen Begriff von diesen Personen machen können, muss Herder, der mit den Schriften des 1656 aufgrund seiner Kritik aus der Amsterdamer jüdischen Gemeindeverbanden Baruch de Spinoza vertraut ist, naiv vorkommen. Herder repliziert zunächst mit einem knappen hermeneutischen Einwand. Das Wort Person kommt in der Bibel nicht vor. Um dann mit einer überraschenden argumentativen Wolte fortzufahren. Man könne aber, so Herder, den Begriff beibehalten, aber man verstehe nicht menschliche Personen, vielleicht Individua, auch nicht körperliche Personen, nicht Personen außereinander, sondern ineinander darunter. Diese Prämisse führt direkt zu der spinozistischen Hauptthese, dass alles, was ist, in der einen Substanz ist.
Herr Herder bezieht diese Überlegung auf Stenders Ausgangsfrage und kommt zu dem Schluss: Eine Person ist ein geistlicher Unterschied in Gott, wobei die göttliche wesentliche Einheit besteht, und solcher Personen sind drei. Frappant ist, wie Herder diese These nun mit einer offensichtlich von Rousseau inspirierten Sentenz politischer Theorie verknüpft. Ein König ist ein politischer Unterschied unter den Menschen, wobei die natürliche Gleichheit besteht. En passant eröffnet Herder hier den Horizont generalisierender Weltdeutung, die dem ungeschulten, mit der Devise Deus sive natura Spinozas nicht vertrauten Leser und einem an volksaufklärerischen Grundsatzfragen interessierten Landfahrer enigmatisch oder praxisfern erscheinen muss. Es wäre aber unüberlegt, die prinzipielle Einheit von Herders Denken als abstraktes Gedankenspiel anzusehen. Herder rezipiert Rousseau, aber er teilt nicht dessen Kulturpessimismus. Aus seinem theologisch-anthropologischen Blickwinkel heraus formuliert er eine zivilisationskritische, aufklärische Geschichtsphilosophie, die im Sinne einer Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen nicht eine hierarchische Rangfolge, sondern die natürliche Gleichheit zwischen dem lettischen Bauern, dem preußischen König und dem Sklaven in der Zuckerplantage als substanziell gegeben ansieht. Sein Interesse, so Herder im Journal seiner Reise, für eine Universalgeschichte der Bildung der Welt impliziert ein vorbehaltloses Studium der Kulturen, Ethnien und Religionen, das er bei Stender vermisst. Stenders Äußerung, er habe so manchen vernünftigen Juden nach einer Unterweisung dahin gebracht, seine Vorstellung der heiligen Dreieinigkeit als in Gottes Wort begründet zugeben zu müssen, quittiert Herder mit einer kurzen Frage und einer noch kürzeren Antwort. Was hat er damit für das Christentum getan? Nichts. Im Rekurs auf die im ersten Abschnitt erläuterte Einsicht, dass die Dreieinigkeit für ihn kein Unterschied außer Gott sein kann, klassifiziert er Stenders Überlegungen als Nonsens und erklärt hinsichtlich der von Stender tatsächlich oder vermeintlich missionierten Juden, er bekehrt Irrige zu anderen Irrtümern. Herder verficht nicht, wie sein Brief vom Anfang April 1769 an Mendelssohn belegt, den von Lichtenberg in seiner Schrift Timorus satirisch abgefertigten Bekehrungseifer mit dem Lafferter und Spalding den jüdischen Philosophen säkieren. Mit seinem von den Königsberger Vorlesungen Lilienthals inspirierten Sinn für Hermeneutik modiert er zudem, dass Stender bei seiner Argumentation das Alte Testament und die Evangelien ohne einen Blick für ihren Entstehungszusammenhang heranzieht. Wie sollte da, so Herder, Stenders Begründung für die Juden treffend sein? Mit ähnlicher Ablehnung quittiert er Stenders Angriff auf die Deisten. Herders Votum für eine Orientierung an den Zuhörern einer Predigt, ihrer Welt und Zeit, ihrer bildlichen, sinnlichen Sprache und ihrem Gemüt wird ungeachtet seines großen Erfolgs als Pastor von einigen Amtsbrüdern auch skeptisch gesehen. Aber er hängt deshalb nicht, wie Katharina Mommsen unterstellt, aller möglichen Freigeisterei an. Er argumentiert von einer anderen Warte und teilt ungeachtet seiner Einwände gegen die Prinzipien trockener Vernunft sowie die deistische Dogmenkritik Stenders neologische Attacke wie die giftigsten Pfeile der Deisten und Naturalisten keineswegs. Auch hier sieht er nichts anderes als Inkompetenz und eklatante Widersprüche, die man nicht, so Herder, gegen Leute in Stellung bringen kann, die die feinsten Unterschiede machen, Weltweisheit bis zu ihren geheimen Gemächern verfolgen. Für diese ist der Verfasser, gemeint ist Stender, gar kein Mann. Herder ist mit seiner Auffassung, dass die Äußerungen der Bibel unter den veränderten Bedingungen seiner Gegenwart nahezu unverständlich geworden sind und neue Wege der Vermittlung geöffnet werden müssen, nicht weniger Aufklärer als Stender, der die Probleme mit volksaufklärischem Eifer lösen will und mit seinem Katechismus, dem dunklen Katechismus Dr. Martin Luthers, ein anderes Vademecum entgegensetzen will. Herder sieht die Bewältigung seiner Aufgaben in Anschluss an die lutherische Tradition als Amt in der Welt und bleibt im traditionellen lutherischen Begründungsrahmen, allerdings mit einer wegweisenden hermeneutischen Methode der Annäherung über den schon damals spürbaren Graben zwischen der eigenen Gegenwart und den theologischen Texten. Damit verknüpft sind
Polemiken gegen andere Umgangsweisen mit diesen Texten, die nach Herder alle die Autor- und Textintention verfehlen und die Texte ohne ein Bewusstsein der Differenzen quasi zeitgenössisch bzw. überzeitlich lesen. Auf diese Weise bringen sie nur die eigenen Systeme in sie hinein. Zwar ist es Herder ein Anliegen, die gegenwärtige Geltung der theologischen Quellen deutlich zu machen, aber er hält die Methoden, ihre Gültigkeit durch den Aufweis ihrer Nichtwidersprüchlichkeit mit den gegenwärtigen physikalischen, philosophischen und theologischen Anschauungen zu begründen, für völlig kontraproduktiv und hermeneutisch unzulässig. Dieser programmatische Anspruch lässt sich auch in Herders Kritik von Stenders Schrift exemplarisch aufzeigen. Ich danke Ihnen. Eine etwaige Diskussion können wir in der Nationalbibliothek führen. Es ist publiziert. Es ist hier publiziert. Und das findet sich, ich danke in diesem Zusammenhang auch meinem Mitarbeiter Felix Güter, wir haben gemeinsam diesen Text gesucht. Unser Württemberg ist schon mal. Und dieser Text, wie gesagt, als Vortrag. Vielen Dank den Vortragen, die sich beeilt haben. Ich hoffe, dass es nicht allzu sehr auf die Kosten der Verständlichkeit gegangen ist. Wir haben jetzt als nächstes eine Minute zum Durchatmen und dann warten die Busse vor dem Haus oder in der Seitenstraße.